Sehen. Dann gehen wir direkt rein in Center Boss. Vorschlag: Center der Boss. Ein Sturm zieht auf. Plus Song von Julian Bam. Let's fucking go. Ich habe keine Ahnung, was uns erwartet. Fast das Gleiche. Fast das Gleiche. 17. September 2022. Kann man machen. Santa! Santa! Santa, ich musste deinen Urologentermin verschieben, weil die Wichtelneulinge heute schon da sind. Santa? Santa? Santa, wo bist du? Wir haben doch nur noch 3 Monate bis Weihnachten. Diese Wichtel, kann man nicht mal ein bisschen Privatsphäre haben? Immer kurz vor meinem Höhepunkt. Okay, klar, fühle ich nein, aber okay. Auch anders. Ach Gott, ich dachte, er masturbiert, okay, weil er Taschentücher da unten hatte. Und kurz vom Höhepunkt. So, ich bin auch mal einkaufen. Euch einen schönen Stream noch. Viel Spaß. Auf Wiedersehen. Auf Wieder Hörnchen. Fachidiot. Kauf dir was Leckeres und auf Wiederhörnchen. Santa! Gott verdammt! Deine Führung beginnt. Die NeulingwichtelInnen sind draußen. Was? Komm schnell, wir Wichtel leben nicht so lang. Wichtelneulinge, antreten. Der Boss ist da. Oh, danke, Wichtel Nummer 19. Nummer 17. Oh mein Gott, Santa, es ist mir eine Ehre, unter Mindestlohn mit Ihnen arbeiten zu dürfen. Dürfte ich vielleicht ein Autogramm bekommen? Ein Autogramm? Ich habe nicht mal Stift oder Papier. Egal, dann Luft. Hier, du Knecht. Danke. Dumm. Sorry, Santa, ich habe eine Links-Rechts-Hörschwäche. Eine was? Meine Ohren sind vertauscht und dadurch auch meine Ohrorientierung. Bah, habe ich seit meiner Geburt. Komm her. Wie heißt du, mein Sohn? Ich heiße Ruprecht. Wir haben alle unsere Schwächen. Ich zum Beispiel bin sehr, sehr stark. Aber das ist doch gar keine Schwäche, Santa. Kommt mit. Und das ist unser Gemeinschaftsraum. Mittagspause ist immer 1 Minute. Oh, das ist doppelt so lang wie in meiner alten Firma. Kommt weiter, ihr Wichter. Wir heißen Wichtel, mit L am Ende. L, die Eltern, die wir nicht haben. Und das sind eure Zimmer. Es geht schon richtig gut. Los, meine Ohrorientierung. Keine Betten? L, wie Eltern, die wir nicht haben. Stile. Ha, Betten. Das war ja absurd. Da könnte sich ja was drunter verstecken. Was denn, Santa? Santa? Ah, keine Betten. Punkt. Bestaunen Sie mal meine mächtigen Säcke. Sie fassen ein riesiges Volumen und bleiben dabei klein. Hey, Finger weg! Und nun, willkommen im Herzen von Weihnachten. Da haben Sie aber schon gut wow. Aufgetischt, ne? Und wie genau funktioniert das hier alles? Psst. Nicht so laut. Was? Habe ich richtig gehört? Du willst wissen, wie das hier alles funktioniert? Nein, möchte er nicht. Oh, Wichtelibu und Wichtelibu, wir schuffen das ganze Jahr noch für einen Tag. Wichtelibu und Wichtelibu, unser Leben ist kurz, aber dafür echt hart. Sieh einer an, neue Briefe am Start. Die gleiche Routine Jahr für Jahr. Doch unser Wichtelkodex besagt, ein Wichtel beim Schuffen sich niemals beklagt. Wer ist dieser Urlaub, den kennen wir nicht. Wir sind unser Leben lang in der Fabrik. Essen und Trinken ist hier tabu, deshalb schaut er die Klum uns ab und zu. Nun gibt es keinen, aber ist voll lucky. Essen und Trinken ist ja tabu, deswegen guckt uns Heidi Klum ab und zu. Habe ich richtig verstanden? Wie viel kosten bitte die ganzen Kostüme für die Leute und diese Location, die Packkartons einzupacken, die ganzen Lichterketten, die Dekoration? What the hell? Ja, hast du. Ja, ich habe es falsch verstanden oder ich habe es richtig verstanden. Grob. 3. Grob 3? Ist es Sun oder Sun? Emoji, ja. 3 Geld? Hast du richtig verstanden? Okay, Tempest habe ich nicht verstanden, aber ich habe anscheinend es richtig verstanden. Das ist was. Randinfos, es waren 53 Geschenke am Set. Ah, okay. Ich tell unter Leben verstehen. Könnte ich meinen einzigen Wunsch erfüllen? Bei Seven Birds ist voll kein Plastikmüll. Guck mal, oha, die Maschine da. Und was sie mit all den Briefen so macht. Sortiert sie mit Santas magischer Kraft. Sie schaut, was du böse. Schwarze Briefe kommen rein in den Trichter. Was wird für immer hasta la vista. Weiße Briefe machen wir auf und schicken Geschenke zu euch nach Haus.
Santa, das war doch erst Stufe 1 von 39. Fröse, bitte weiterarbeiten. Alle wieder ran an die Arbeit. Alle wieder ran an die Arbeit. Ja. Das Drohnenzeitalter hat in War Thunder, dem umfangreichsten Fahrzeugkampfspiel, begonnen. Was ist das für Werbung jetzt so hier? Weg. Aufklärst. Tschüss. Genau, das, was der Lautsprecher da sagt. Hey, Finger weg von den schwarzen Briefen. Wieso? Die sind böse. Versteckt sich da über ein Monster drin? Monster? Wo? Wo? Bitte. Meine Mandeln. Santa? Santa, ja. Spaß. Wie sie es auch geschafft haben, Ju groß aussehen zu lassen, oder? Alles die ganze nur Zeit? Spaß. Monster gibt's doch gar nicht. Unmöglich. Niemand kommt hier hin. Bei dem Sturm schon gar nicht. Nicht aufmachen. Oh, hat aufgemacht. Santa! Ein Vermummter! Habt ihr eine Bleibe für einen Reisenden? Denn es wird allmählich dunkel. Klaus. Klaus? So will ich lange nicht mehr. What the fuck ist hier los? Was ist das hier? Die Lache. Klaus? Ich hab Angst im Dunkeln. Ich glaub, da ist etwas unter dem Bett. Au! Weg! Was soll das? Sorry, Santa, du warst hier weggetreten. Und du sollst mal wieder zum Urologen gehen. Vielleicht, woher kennt sie meinen Namen? Tut mir leid, alle Zimmer sind belegt. Kommen Sie vielleicht nächstes Jahr wieder? Nein! Kommen Sie doch rein. Sie können Ihr Zimmer haben. Aber wo soll ich denn schlafen? Da. Sehr gastfreundlich. Gastfreundlich, ja, genau. Die müssen ganz durchgefroren sein. Legen doch ihren Mantel ab und vielleicht das Ding da in ihrem Gesicht. Danke, aber nein, danke. Oh, dann halt nicht. Fühlen Sie sich einfach wie zu Hause. Hier ist jeder willkommen, auch fremde Menschen, von denen man nicht weiß, was sie für Absichten haben. Wir müssen herausfinden, wie der aussieht. Das ist nur mein Handy. Ich werde gerade angerufen. Moment, schnell ruf mich an. Oh, scheiße. Bringen wir sie auf Ihr Zimmer. Ja, Sie können auch sicherlich diese Probleme mit den Handys überall auf die. Hey, ich muss dir unbedingt was Cooles zeigen. Komm mit. Dein Arbeitsplatz. Wow. Hi, ich bin Ubrecht. Solange du noch kannst. Freut mich auch, dich kennenzulernen. Flieh, solange du noch kannst! Das ist Larry. Der ist ein bisschen komisch, weil er seit Jahren auf seinen Löwenkind-Pullover wartet. Oh mein Gott! Das ist der erste Freund von Dagi B, ne? Lion. Wie hieß der denn? Nennen Lee Diro ist es halt einfach groß. Sie hat die Größe von Limon. Lion. Ach, er ist auch nur Lion. Ich habe ihn fast nicht erkannt. Ich habe ihn an der Sprache erkannt, an der Aussprache. Ach, wir haben alle unsere Schwächen. Welche Schwäche hast du denn? Ich habe eine Linksrechtshürde. Nee! Mein Zimmer ist die Business-Suite unter den Wichtelzimmern. Du wirst begeistert sein. Ich habe es selbst eingerichtet. Du hast einen Schlüssel zu meinem Zimmer? Natürlich. Der Schlüssel geht für jede Tür. Das wäre die Suite. Willkommen. Fühlen Sie sich wie zu Hause. Das ist übrigens meine Lieblingsecke. Hier bekommt man am meisten Luft. Kein Bett. Nein, darunter könnte sich etwas Böses verstecken. Aber dafür ganz viele Kleiderhaken für Ihre durchnässten Klamotten und Ihre Maske. Wichtel 28, hilf unserem Gast doch mal aus seinen nassen Klamotten. Wird gemacht. Was ist denn los? Dieser Mann ist mir unheimlich. Alles in Ordnung, Nummer. Wie heißt du nochmal? Meine Wichtelnummer ist 17, aber mein richtiger Name ist Ludori. So ähnlich wie meine Schwester. Sie ist leider verschollen, aber manche meinen, sie wohnt in einem Wald. Auf einer Brücke. Das glaube ich nicht, denn wer wohnt schon auf einer Brücke? Das interessiert mich nicht, Nummer 34. Nummer 17. Ein Glas Wasser? Ja, gerne. Nicht für dich, für unseren Gast. Sie spielt echt gut. Danke.
sehr gastfreundlich, Santa. Wir dürfen ja immer noch Schnee trinken. Warte, ich will nur sein Gesicht sehen, wenn er trinkt. Oh, verdammt. Wie wär's einfach mit Fragen, Santa? Was meinst du? Nicht schubsen. Hallo erstmal. Oder nicht? Nein, den Henner. Woher kennen Sie eigentlich meinen Namen? Sind Sie nicht eine Berühmtheit? Er hat recht. Touché. Was machen Sie so weit draußen, während eines Sturms? Es heißt, dass diesem Ort eine geheime Macht innewohnt, deren Stärke unermesslich ist. Danke, ich würde mich selber nicht als so mächtig bezeichnen. Obwohl doch, ja. Ich glaube, er spricht von den schwarzen Briefen. Psst, es geht niemandem was an. Natürlich, die verlorenen Wünsche unartiger Kinder. In den falschen Händen können sie eine große Gefahr darstellen. Gefahr? Dass ich nicht lache. Ich bin das mächtigste Wesen der Welt. Und doch haben sie Angst vor einem Monster unterm Bett. Hallo? Hallo? Schlafenszeit, Kinder. Löscht die Lichter. Es ist halt schon krass zu sehen, wie viele Locations genommen wurden. Du hast die Location, wo die alle die Wichtelleute da sind. Du hast diese Art Lagerräume, die sie angemietet haben für die Zimmer der Wichtelräume. Oder Kellerabteil. Du hast jetzt hier diese Location und am Anfang hattest du noch dieses Büro. Ist schon krass, was da für ein Aufwand hintersteckt. Jetzt findet euch der Belzebub. Ich bekomme immer Angst, wenn sie das sagt. Bist ja auch ein Angsthase. Klaus, ich glaube, da ist etwas unter dem Bett. Unterm Bett? Gewiss ein Monster. Monster fressen am liebsten die Schisser. Monster? So ein Unfug. Es gibt keine Monster. Lasst mich am Rand schlafen, damit ihr Schisser schlafen könnt. Danke, Klaus. Mua. Wait, heißt es, da gibt's noch... Drei weitere Leute, die so stark sind wie Santa Claus? Ja, du triggerst Angstzustände in mir, aus Erinnerungen, die ich links finde. Jack, das ist so dumm von dir. Warte erst auf den Musikvideoteil. Du bist voll am Spoilern. Jetzt weiß ich, es gibt ein Musikvideoteil. Das ist der Osterhase, der Sandmann, die Zahnfee und Klaus. Die fünfte ist noch unbekannt. Ah, okay, es sind drei Kette. Trügerisch sein. Ich glaube, ich habe es mir anders überlegt mit der Übernachtungsmöglichkeit. Sie sollten besser gehen. Ich gehe erst, wenn ich habe, wofür ich hier bin. Und was soll das sein? Ein schwarzer Brief? Sollten die nicht schon längst aussortiert sein? Was soll ich damit machen, Herr Sitzner? Dann bringe ich ihn eben selber weg. Schwarze Briefe von unartigen Kindern. Böse. Gehören in den Trichter. Ja, genau. Ciao. Sandras Autogrammkarte. Sandras Autogrammkarte? Sandras Autogrammkarte. Hab ich dich. Ah! Hallo? Ja, tust du, Jack. Was ist das hier? Die Beleuchtung ist mega gerade. Was? Ist hier jemand? Genug mit den Geheimnissen. Zeig mir, wer du bist. Ich kann sehen, ob jemand gut oder bösartige Absichten hegt. Ist das eine Drohung? Nein, das ist eine Drohung. Notstrom? Darum sollten Sie sich wohl kümmern. Von Ihnen lasse ich mir gar nichts sagen. Bleiben Sie schön hier. Nummer 77 behalte ich mir im Auge. Ich bin gleich wieder zurück. Alles klar, Santa. Jetzt, wo wir alleine sind, erzähl mir doch mal alles, was du über diese schwarzen Briefe weißt. Was los? Was hier passiert? Was mit dem Strom? Santa, Santa, unser Hauptstromnetz ist ausgefallen. Santa, du musst den Strom wieder anmachen. Der Notstromschalter ist unten im Keller. Wieso haben die denn alle Schluck auf? Na, weil deine größte Schwäche ist, dass du sehr, sehr stark bist. Santa ist
der Boss. Oh. Und in einem Schloss. Selbst die Weihnachtswichte haben Angst, dass er sie braucht. Nee, Baraton, wenn Jack gehen will, dann soll er jetzt gehen. Wer ist da? Hey. Hallo, alter Freund. Wie hieß er nochmal? Der hat doch so Kochsachen, die er testet. Der hat mal eine Kartoffelmaschine getestet. Der Discord-Sound im Video hat mich beim ersten Mal auch gekriegt. Ach, das war im Video? Ich dachte gerade die ganze Zeit, ich krieg eine Nachricht. Chris Rob, dankeschön. Rudolf Kick. Rob, mein Rentier, mein Löwe, mein Bär. Was machst du hier? Ich versteck mich vor meinem Osterlamm. Okay. Es war alles perfekt mit dir. Bis ich eines Nachts neben ihrer Schwester aufgewacht bin. Seitdem kicken die Vertrauensprobleme. Guck, sie hallo, hält Wernzel. Sich gerade wieder ein. Wirklich die einzige Frau in meinem Leben. Ehrlich, du bist die einzige, du Hund. Hä? Was ist das für ein Emoji? Gibt ein pinke Cap? Guten Abend, Ehrenfrau. Schön, dich wieder begeistern sehen zu dürfen. Burnsoul, heute ohne Ehrenhaft, finde ich gut. Ehrenfrau reicht auch aus. Gott. Hallo, Burnsoul. Blaue Kappe? Ich weiß nicht mal, was das bedeuten soll. Wir werden alt, mein Freund. Mein Tiger, mein Pferd. Zumindest klappt das noch. Aber wenn du dich richtig verstecken willst, nutz noch... Sorry, ich muss jetzt kurz gucken. Instagram? Nachricht? Ach, zufällig hat mir jemand geschrieben. So. Gibt es die blaue Kappe? Ich bin jetzt bei Kleidung. Und jetzt bin ich schon bei Schulkram. How? Okay, warte mal, man kann ja googeln. Man kann ja eigentlich googeln. Sorry, das interessiert mich gerade hardcore. Blaues Cappy Emoji. Gibt die ja von vorne gesehen. Was schon mal super dumm ist, wenn man sowas illustriert. Aber die haben einfach so ein Bild reingenommen. Okay, alles klar. Lol. Ich dachte schon, hätte mich auch sehr gewundert. Da ist sie, ja, da ist sie. Aber die sieht halt anders aus hier, ne? Die haben ein Bild genommen und reingemacht. Ja, ich wollte aber nicht untertreiben. Ich habe treiben geschrieben. Das ist so doof, ey. Blaue Cappy-Emoji. NordVPN. Damit bist du zumindest im Netz sehr viel sicherer unterwegs. Auch sind all deine Daten auf Reisen in einem öffentlichen WLAN geschützt. Das klingt richtig und wichtig. Damit könntest du sogar Serien aus anderen Ländern streamen, die es in Deutschland gar nicht gibt. Sogar manche K-Dramas. Oh, NordVPN und ich sind so. Ah, deswegen auch der Eisberg auf dem Logo. Ja, richtig. NordVPN überzeugt außerdem durch seine krasse Leistung und seine ultraschnelle Geschwindigkeit. Höher als bei jedem anderen VPN. Boah, dann hole ich mir das direkt. Warte, benutze einfach meinen Code. Santa. Hallo, Wortetos. Ah. Steht auch unten in der Videobeschreibung. Kommt auf die Plattform. Danke, okay. Mein Freund. Mein Bison. Mein Meerrettich. Und noch was. Mein Meerrettich? Ich bin mir sicher, sie remember dein Name. Gute Tinder-Tipps gegeben, finde ich sehr gut. Hallo, Wortetos! Das mit dem Emoji kommt auf die Plattform an. Also Android, Apple, etc. Ach so. Ich hab dir doch gedacht! Du
bist doch gerade erst weiter geworden. Santa, wo bist du? Es geht so schnell, nicht wahr? Dass man die Kontrolle über alles verliert. Und dann wandert man auf einmal völlig allein durch diese Welt und versucht, alles wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Du hast mir gerade noch gefehlt. Genau deshalb bin ich hier. Dafür benötige ich aber noch etwas von Ihnen. Hab ich leider nicht, sorry, hab andere Probleme gerade. Sie müssen Ihre Angst besiegen, um stark für die anderen zu sein. Wissen Sie nicht mehr? Hab keine Angst, Klaus. Ich lass dich nicht allein. Wir besiegen das Monster gemeinsam. Hab keine Angst, Klaus. Ich lass dich nicht allein. Ist wir sein besiegen Bruder? Das Monster gemeinsam. Egal, was Ringe passiert, ist wir halten oh, immer das zusammen. Ist Shroom Bam. Das ist Shroom Bam. Keine Angst, meine Wichtel. Ich lass euch nicht allein. Egal, was passiert, wir halten immer zusammen, Nummer 17. Nummer 17. Oh, weg mit dir! Tag Team Trick! Mary Ace Challenge! Mach den fertig! Ich mag keine uneingeladenen Gäste! Du bist so früh für Halloween! Ey, das Kostüm ist aber voll cool. Da stell ich dir in Rechnung. Geh zurück in deine Mutter. So. Geh zurück in deine Vater, Mutter. Nein. Ein Glück, dass ich eine Rüstung trage. Und zwar das neue Eternal God Piece. Frisch aus dem Shop. Oversize. Kuschelig warm. Perfekt für die kalten Wintertage. Natürlich nur auf eternalgod.de. Alles andere ist fake. Meine Brille. Der Pappaufsteller. Was mich am meisten an dir aufregt, ist, dass du das Video nicht geliked hast. Ich biege jetzt 40 Kilo mehr. Das Rohr stelle ich dir auch in Rechnung. Schau. Blauer Haken. Nein, das ist doch mein ganzes Jahresgehalt. $8. Lass meine Wichtel in Ruhe. Der arme TikToker. Hey, hier bin ich. Schachmatt. Vorsicht, Tante! Oh, wo sind meine Brüder, wenn ich sie mal brauche? Scheiße. Hey, du hässliches Monster! Ruprecht, dieser Knecht. Meine Ohren sind vertauscht und dadurch auch meine Ohrorientierung. Jetzt habe ich dich an den Eiern. Nummer 17. Hey, du Monster, hier sind wir. Hey, du Monster, hier sind wir. Nein, hier. Nein, hier. Hier drüben. Willkommen im Herzen von ach, der Knecht Weiner. Ist das Monster. Und jetzt gib mir meine das habe ich jetzt erst gecheckt. Was ist passiert? Ich hatte einen Blackout. Alles, woran ich mich erinnere, ist der Blackout. Wie in meinen Träumen. Santa, ich muss dir noch was... Santa, Moment, du hast uns gerettet. Du hast Weihnachten gerettet. Dieter Moment verdient eine Hymne. Aber Santa, wir haben doch schon eine Hymne. Oh. Schnauze! Ey, dieser Song regt mich schon seit Jahren auf. Wir brauchen etwas Neues. Etwas. Etwas wie... Jetzt kommt's. Die Götter kommen mir bitte verrappt, denn da wieder wie ein Gott ist es Hunter, der Boss, na kennt ihr mich doch, der Banger vom Block, in den Trends wieder top, jede Line so hot, dass sie die Heizkosten droppen. Komm, mir Kopf, nicken zu Beat, Red Jeans, Red Jacket und der Beanie voll tief, alle Teams verliebt und jeder schickt mir einen Brief, ey, ich bin 24/7 auf Fallscreens on repeat.
werde diese zu einer neuen Route einschlagen und dann zu dem Wichtel und mit der Route einschlagen. Dann hole ich aus dem Sack die Geschenke raus, danach geht es an die Bar und ich schenke aus. Du brauchst die ganze Mannschaft für das, was Santa alleine als Mannschaft. Hasse diesen Typen ungemein und jeder weiß, dass ich diesen ungemein. Ja, scheiße, ich bin so heftig. Wenn ich erscheine, werden alle so hektisch. Check's nicht, echt nicht, tja. Diesen Track singen alle am Esstisch. Ich will den richtigen Mark Forster, nicht diese Fake-Version. Was soll das? Aber sein Herz wurde gebrochen. Gib ihm noch eine Chance. Haut ab. Tut mir leid. Er ist ich hab den das. Gesehen. Wo war der denn? Ich hab den in der Insta-Story gesehen. Bei... bei Corinna Pusch? Nein. Ich hätte gerade gefragt, ob ich Dead Space haben möchte. Nein. Ich muss kurz gucken. Corinna. Warte mal, wie heißt sie denn? Push. Carina Push. Bei Carina Push habe ich den gesehen. Ich kannte den gar nicht. Die waren zusammen in Disneyland. Warte, da ist er, verlinkt. Da ist er doch drinne. Wer ist denn da verlinkt? Hat sie keine Leute verlinkt drauf? Ah, schau jetzt das neue Video von Julian Bam. Ah, sie hat das Make-up gemacht. Oh mein Gott, sie war einfach da vor Ort. Carina Pusher hat ja genau. Oh Gott, sie hat da das Make-up von dem Boy gemacht. Warum machst du dir den Kopf? Santa Claus kommt nur einmal im Jahr. Ich hab eine harte Flamme an meinem Bart und Pinot Noir Weinflasche in meinem Kopf. Hahaha, das ist eine Line, wo ich einfach nur lach. Das ist das, was ich den ganzen Tag mach. €1000, wenn du mit dem Song auf TikTok viral gehst. Kein Reupload, sondern wenn du auf TikTok viral gehst. Komme zu Fuß mit meinen New Boots Arschtritt. Jeder, der das hört, kommt auf das immer selber Fazit. Scheiße, er ist so heftig. Wenn ich erscheine, werden alle so hektisch. Check's nicht, echt nicht, tja. Diesen Track singen alle am Esstisch. Santa Claus kommt nur einmal im Jahr. Mit dickem Bauch und Geschenk. Hallo, Kogi! Ja, Kogi, von deinem Vorschlag. Ich wünsch mir Frieden und Wärme und Liebe in jeder Familie. Will gar nichts haben, außer Geduld und die Kraft, einfach die Wahrheit zu sagen. Ich wünsch dich wär nicht mehr so lustig. Ich bin Santa der Boss, warum machst du dir einen Kopf? Haben Sie ein jetzt Telefon? Kommt ja, da was Werbung. Ist damit? Gib diesem Mann 777. Was? Nicht. Was? Wow! Okay, Santa, ich muss jetzt aber wirklich etwas Wichtiges sagen. Santa! Santa! Santa, alle schwarzen Briefe sind weg. So wie das Geld von ApoRed. Was? Santa! Einer deiner magischen Säcke ist verschwunden. Unmöglich. Niemand kann ohne meine Schlüsselkarte. Meine Schlüsselkarte. Sie ist weg. Das wollte ich ja schon die ganze Zeit sagen, Santa. Der Fremde. Er hat mich über die schwarzen Briefe ausgefragt. Und über deine Schlüsselkarte. Was sagst du? Er wollte noch, dass ich dir etwas ausrichte. Es tut ihm leid, dass er dir Angst eingejagt hat. Oh, ich habe heute einfach ein bisschen zu viel K-Drama geschaut. Nein, nicht heute. Er meinte deine Urangst. Wir besiegen das Monster gemeinsam. Erinnerungen können trügerisch sein. Wissen Sie nicht mehr? Egal was passiert, wir halten immer zusammen.
bis wir uns wiedersehen, Klaus. Dein größter Kampf steht dir noch bevor. Wir müssen den Fremden finden. Er hat die schwarzen Briefe und Antworten. Wichtel, an die Waffen! Auch wenn es jetzt zu spät ist, ich vermisse dich, Bruder. Kümmer dich um die anderen, Osterhase. Weihnachten fällt aus. Oh no. Saga geht weiter. Hauptvideo 3 kommt. Alter, du hast den Teil von Osterhase schon gesehen? Weiß ich nicht. Das war mega krass. Ich bin unfassbar beeindruckt von der Qualität der Produktion, von dem Aufwand, von der unfassbar nice Art und Weise, sein Merch oder seine Modekollektion unterzubringen. Und mega, es war einfach nur mega. Danke, Cookie, für den Vorschlag. Wird wohl Zeit für YouTube Premium.